Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe aktuell nicht viel Zeit, Videos zu machen, aber dieses Video habe ich im Juni oder Juli schon gemacht und das muss jetzt nur noch vertont werden. Der Nutzer Frost Teddy hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man in diesen Pedalen, ich habe dazu ja schon mal ein Video gemacht, die Schleifer einfach ein bisschen auffächern kann und das Pedal dann wieder funktioniert. Das probieren wir jetzt mal aus. Wie das Pedal generell funktioniert, seht ihr im anderen Video, Link dazu in der Videobeschreibung. Grundsätzlich schleifen die Schleifer eben hier auf dieser Widerstandsfläche hin und her, wie bei einem Potentiometer. Ich hoffe, das ist euch ein Begriff. Wenn nicht, schaut mein Video dazu einfach an. Diese Schleifer fächern wir jetzt auf, wie er es geschrieben hat, bauen das Ganze wieder zusammen. Wenn irgendwelcher Abrieb drin ist oder so, machen wir das natürlich sauber, pusten wir mal durch oder so und dann schauen wir, ob das im Auto wieder läuft. Und ich kann euch sagen, ja, das tut es. Es kann natürlich auch sein, dass das Pedal einen anderen Defekt hat, dann geht das nicht. Aber in den meisten Fällen, wenn es wirklich in dieser abgeriebenen Fläche liegt, dann funktioniert das Ganze. Halt, ich unterbreche hier kurz das Video. Denkt bitte dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch dran denken, die Glocke zu betätigen. Was bringt das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. In dem Fall geht hier meine Lenkradheizung an. Nur so als Info. Aber drückt einfach die Glocke bei YouTube. Das muss auch funktionieren. Ach ja, und du meintest, noch irgendwas mit Luftmassenmesser reparieren. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie das gehen soll, weil da ist doch kein Schleifer drin, oder? Bitte antworte doch nochmal auf meinen Kommentar, falls du das Video hier siehst. Würde mich interessieren, was du damit gemeint hast. Und falls jemand anders versteht, was er meint, gerne in die Kommentare, vielleicht stehe ich nur auf dem Schlauch. Ja, und ansonsten kommt jetzt hier nichts mehr, das Video ist zu Ende, das bleibt jetzt recht kurz. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dazu gibt es schon ein Video, schaut euch das gerne mal an. Denn der Zuschauer... Wie heißt er denn? Ich sollte erst das Bild einblenden und dann reden.